Mahlzeit, ich bin's, euer Speedy. Aus einer Idee, in Einbeck mal Fahrrad fahren zu wollen, ist dann eine Tour geworden. Eigentlich sogar zwei. Aber eine Fahrradtour, die nur 20 Kilometer lang ist, ist mir zu wenig, ihr kennt mich ja. Also habe ich zwei Touren zu einer gemacht. Und was davon wird und ob man das fahren kann und wie man das fahren kann und was alles so passiert, seht ihr in diesem Film. Würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Bin ich noch mal. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich nicht. Wir werden als erstes die Brücken- und Grenztour fahren. Das ist diese hier. Ich weiß nicht, ihr seht das wahrscheinlich nicht, ne? Ich habe das ja beides zu einer Tour zusammengefasst und hier oben, ich kann es leider nicht größer machen. Hier oben sind die beiden Touren zusammen und die Brücken- und Grenztour wäre die erste. Das ist die da oberhalb und da unter ist dann die Salz- und Burgentour. Ich werde das mal einschalten hier und dann fahren wir los. So, da sitzen wir jetzt auf dem Bock seit langem mal wieder und gucken mal, ob wir hier alles in den Griff kriegen. Ich kriege das Licht nicht an. Doch, jetzt. Unterstützungsstufe haben wir drei drin. Bremse los. Moin. Moin. Müssen wir mal gucken, wo wir hin müssen. So, jetzt sollte ich auf der richtigen Spur sein. Und hier vorne rabbelt es noch, aber es ist erstmal egal. Wir kullern auf jeden Fall. Und in Kürze sollte man hier aus Einbeck raus sein. Und dann wird die Tour starten. Da drüben steht doch schon irgendwas, Kufental. Mal gucken, ob wir da irgendwo Rundweg. Da vorne kommt ein Radweg. Auch hier schön. Da oben ist der PS-Speicher. Da ist ein Hubschrauber. Sehr cool. Ja, wir sind hier auf jeden Fall richtig. Wir müssen uns das nachher auch mal angucken. Weil der PS-Speicher, das ist auch so ein Ding. Freigeist, wo ich Bock drauf habe. Aber jetzt sind wir erstmal zum Liegeradfahren hier. Krass. Jetzt müssen wir hier irgendwie, hätten wir schon weggemusst. Ich habe da gar nichts gesehen, ey. Na
Okay, jetzt gestaltet sich das noch etwas schwierig hier. Wir drehen nämlich gerade um. Und ich muss hier irgendwo rein. Okay, das habe ich jetzt so als Straße nicht wahrgenommen. Nun gut, da hinten scheint es irgendwie loszugehen. Ja, jetzt bin ich auf meiner Tour. Merkt man sofort, von der Straße runter, ab durch die Pampe. Krass. Ja, ich bin ja mal gespannt, ob es hier von der Tour irgendwelche Schilder gibt. Ich habe das zwar bei Komoot gefunden, aber das heißt ja immer nichts. Und ich muss zusehen, dass ich meine andere Kamera an den Start kriege. So, da drüben geht es weiter. Da ist jetzt mal ein Schild. Da sind Pferde. Hallo Pferd. Der Rest ist noch nicht so ganz eingefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt kommt die Sonne auch von hinten, ne? Ja. Aber wir wollen in die Richtung. Ja, ich habe mir da wohl die richtige Tour zusammengeklöppelt. Das ist ja mal herrlich. Noch nicht ganz losgefahren. Und schon die ersten Anstiege. Ja, aber ich glaube, hier im Kufental werde ich da heute einiges von haben. Ich habe gar nicht geguckt, wie viele Höhenmeter wir haben. Aber es sollten ein paar sein. Ich gucke das nachher mal, wenn wir die erste Pause machen. Gefahren 4 Kilometer. Ah, sehr cool. Bauernhof. Ja, ich bin noch mal gespannt, wann wir das erste Mal was zu sehen kriegen. Von irgendwelchen Grenzen oder Brücken oder so. Ich halte dich auf dem Laufenden. Eieieiei. Jetzt gerade in den Weg zerschossen. Okay. Andere Kamera. Sehr schön. Alt und abgestorben, aber nicht tot. How come the stars come to shine when it's dark from so far away? Show us where we are. Sauberes Einweg, bin ich für. Sehr cool. Tja, hier die Wege.
finde ich ja ziemlich idyllisch, hier unten im Tal lang fahren. Aber es ist doch in letzter Zeit ein bisschen zu nass gewesen. Es fährt sich so, naja, ich weiß nicht. Ich glitsche hier ganz schön mit dem Ding durch die Gegend, mit dem Liegerad. Aber der Kracher ist das hier schon, ne? Hier ist Wasser. Ist das die Kufe vielleicht? Weil wir sind ja im Kufental. Vielleicht heißt der Fluss ja auch so. Schade, dass nichts dran steht. Das Bächlein. Nicht der Fluss, das Bächlein. Ah, da vorne, ich sehe ein Schild. Fledermäuse. Sehr cool. Sind das Weiden oder was ist das so abgeschnippert? Der Lixen. Guck mal, Rundweg, da steht doch was. Rüsten und Grenzen. Oh, jetzt muss ich anhalten, jetzt muss ich euch das zeigen. Eieieiei. Jetzt muss ich alles abfummeln. Der Lixen 17, Kufental 8, Einbeck, da kommen wir her. Ja, mit dem Verfahren, was wir da gemacht haben, haben wir sogar schon ein bisschen mehr gefahren. Ja, wir haben uns guten Kilometer verfahren. So, ich muss mal ein Foto machen. Da sollen wir lang. Ach, das ist auch schön da lang. How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it comes out? It makes me wonder. Yeah, it makes me wonder. Schöner Garten. Ich glaube, da hoch sollen wir. Okay, ich pack euch weg. Doppelstockbrücke. Bei nächster Möglichkeit soll ich links abbiegen. Ich glaube, ich wollte da drauf langfahren. Dem unteren Teil. Alter. Hier an der Williamsbrücke war es etwas schwierig mit dem Treck. Ich habe nicht ganz verstanden, was das hier soll. Erst sind wir drunter durchgefahren, dann sind wir oben drüber gefahren. Und dann haben wir alles wieder umgedreht. Manchmal ist das halt so. Nicht.
Das ist komisch gemacht, finde ich. Kufental. Talbrücke Kufental. Ach, hier muss ich jetzt gleich umdrehen. Dann geradeaus auf Karte. Ja. So ist das, ne? Erst runter durch, dann rüber. Und jetzt müssen wir umdrehen. Klasse. War aber klar. Wie gedacht. Machen wir mal. Und dann geht's da hinten weiter. Ja, da hinten ist die Kufentalbrücke. Und wir müssen jetzt hier aber da runter. Und ich muss gleich das erste Mal den Akku wechseln. Sehr cool hier. Geht ganz schön berghoch und bergunter. Diese Kufentalbrücke sind wir jetzt zum Beispiel zweimal gefahren. Weil man sich das ja hier angucken soll. Brücken und Grenzen. Tja. Ich würde sagen, da es hier so viel zu sehen gibt, machen wir da aus der Tour einen Zweiteiler. Einmal Brücken und Grenzen und das andere Mal, was war es, Salz und Burgen. So werden wir das tun. Kufentaler Turm. Ich sehe hier keinen Turm. Oder war hier mal einer? Gut, ich fahre mal bei der nächsten Möglichkeit halt die an und mache hier mal einen neuen Akku rein und dann werde ich gleich mal einen Schluck trinken. Ah, wir sind auf dem Weg Richtung Volldachsen und der Lixen. Fahren jetzt hier schön berg hoch, berg runter, rechts neben uns das Wasser. Ich weiß immer noch nicht, wie das Bächlein hier heißt, aber wenn ich es noch rauskriege, schreibe ich es unten drunter. Ist für die erste Tour doch sehr gewagt. Geht hier mächtig berg hoch und berg runter. Aber schön ist es. Boah, krasse Nummer. Bin ja mal gespannt, was aus dem zweiten Teil wird. Und gefahren haben wir jetzt mittlerweile 11. Also haben wir noch 20 von der ersten Runde. Lustig, lustig. Doch nicht so schnell und so fix unterwegs, wie ich das gedacht hätte. Ah, da vorne steht das Volldachsen. Nicht das Volldachsen, was wir bei Marienau haben, sondern das Volldachsen bei Einbeck. Sehr cool. Ja, ist ja gut, richte ich mal nicht auf. Lange nicht mehr geschaltet, oder? Nun gut, ich mache euch mal aus. Das ist auch mal schick hier. Leider steht nichts dran, was es sein könnte. Oder was es war. Oh, hier ein Riesengut. Cool. Sowas mag ich ja. Das finde ich ja richtig geil. Das ist leider alles Privatgrundstück.
Aber guckt euch das an, was für ein Klopper von gut, ey. Boah, sehr schön. Richtig krass. Ich weiß nicht, ob das leer steht. Da oben ist zwar ein Sonnensegel dran. Im Sonnensieg heißt das ja. Nee, da ist ein Hund. Also wird es bewohnt sein. Ach, sind sogar zwei Hunde. Ja. Also ist es bewohnt. Sehr cool. Schön ist es aber allemal. Sehr krass. Also es gibt hier heute doch echt was zu sehen. Bin schwer begeistert. Na gut, ich fahre weiter. Ich mache euch wieder aus. Okay, jetzt geht es Richtung Wensen. Und schön den Berg hoch. Da haben wir gerade eine kleine Begegnung mit einem Hund. Der hat mir erstmal ganz kurz gezeigt, dass das sein Revier ist. Ja, klein war er nicht. Aber als er mich dann gesehen hatte, oder beziehungsweise als er dann an mir rumgerochen hat und mich ausgebellt hat, war er lieb. So, wir fahren Richtung Hallensen aus Volldachsen raus. Ach so, da unten, das, was wir da eben gesehen haben, das Gut, ist übrigens eine Domäne. Domäne Volldachsen oder so ähnlich. Mehr konnte ich auf die Schnelle nicht rauskriegen. Ja, was guckst du denn, ne? Okay, ich mache mal ein bisschen Gang runter und dann eiern wir mal hier weiter hoch. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, wie schön das hier hoch und runter geht. Sehr, sehr schön. Ich bin richtig schön im Eimer und das nach 12 Kilometern schon. Aber was diese 12 Kilometer hier schon, was man da schon alles sehen und entdecken konnte. Sehr schön. Also das ist eine Tour, die lohnt sich. Bis auf die kleinen Verfahrer, aber naja. Ei. Cool, berg runter. Ohne zu trampeln, mal eben 30. Tendenz steigend. Sehr cool. Jetzt müssen wir da vorne gleich irgendwo abbiegen. Ja, dann die nächste kleine Brücke. Ja, mal gucken, was es hier noch zu sehen gibt. Ich melde mich. So, jetzt fahren wir Richtung Eschershausen-Wensen. Eschershausen sind 16 Kilometer. Wensen waren es, glaube ich, noch zwei. Ja, leider jetzt hier auf einer Landstraße. Na gut, hier ist nicht viel Betrieb, aber... Naja, Landstraße halt. Und selbstverständlich bergan. Nur so ein kleines Update. So, da fahren wir nach Wensen rein. Immer noch Stadt Einbeck. Jetzt müssen wir aber gleich irgendwo links weg. Wenn wir hier durch sind, durch Wensen. Und dann geht es da wahrscheinlich wieder die Berge hoch. Ich halte mich auf dem Laufenden. Oh, jetzt haben wir in Wensen mal kurz alle Akkus gewechselt, weil man da gerade so schön stehen bleiben konnte. Und jetzt muss ich hier links runter. Ich habe meine Brille abgelassen, weil es ist doch, die Sonne scheint zwar da hinten, aber ich sehe auf meinem Display nichts vom Navi, aber vom Handy. Oh nee, ne? Nicht da hoch. Doch da hoch. Okay. Wir kullern jetzt da schön den Berg hoch. Oder doch nicht? Nein, wir biegen rechts ab. Oh, Alter, Glück gehabt. Wir fahren hier lang. Eschershausen 13. Eimen. 2,8. Na, das ist auch nicht viel besser. Okay. Wir kullern.
Ja, hier geht es ganz gerade dran lang erstmal. Für eine Weile. Und jetzt wird der Weg auch wieder pumpig. Ja, ich muss echt sagen, ich bin ganz schön kaputt und habe erst 14 Kilometer gefahren. Also die lange Pause hier mit dem Nicht-Liegeradfahren ist nicht sehr zuträglich gewesen. Aber gut, mit dem Knie ging das überhaupt nicht. Und es wird mit Sicherheit auch nicht so viele Liegeradtouren dieses Jahr geben, weil ich merke jetzt nach 14 Kilometern schon mein Knie. Ich glaube, da gehört erstmal wieder richtig viel Training rein. Was ist das da hinten? Damit das mal wieder so funktioniert, wie sollte oder wie es war. Obwohl, das wird mit Sicherheit sowieso nicht mehr machen. Weil das Ding ist definitiv durch. Mein Knie meine ich jetzt. Na gut. Ich kuller mal ein bisschen. Gucken, wo es hier hingeht. So. Jetzt geht's mal richtig ein Stück hoch. Krasse Nummer. Super. Jetzt fasse ich gerade an meine Feststellbremse. Dreimal dürfte raten. Die ist angezogen. Beziehungsweise war angezogen. So ein bisschen. Aber angezogen. Krasse Nummer. Kein Wunder, dass es da auf der geraden Strecke so schwer ging. Und jetzt geht's hier wieder im Wald. Schön glitschig. Aber cool. Schön von der Straße weg. Und einmal durch die Pampe. Ich glaube, das muss ich hier nochmal fahren. Wenn wir Sommer haben. Weil dann ist das bestimmt richtig geil. Als wenn man hier so durch die Pampe schäßen muss. Alter. Bisschen Unterstützung wieder rausmachen. Wir hängen so ein bisschen auf Halbmond hier. Krass. Ja, bin ich ja mal gespannt, wie weit das hier so weitergeht. Ja. Anstrengend. Puh. Und nicht mal die erste Tour geschafft. Ja, bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Mehr denn nicht. Ja. So, jetzt sind wir im Landkreis Northeim. Jetzt haben wir die erste Grenze. Historischer Grenzstein, 50 Meter da oben. Da fahre ich jetzt aber nicht noch hoch. Ich habe hier genug Hoch- und Runter-Geschichten.
Ah, gefahren 20. 8 und dann ist die erste Runde noch fertig. Jetzt aber erstmal hier schönen Schuss runter. Geil. Ja, hier sind wir in Rengershausen. Jetzt sind wir wieder in Einbeck. Im Landkreis Einbeck. Oder ja, eben waren wir in Nordheim oder so. Nordhausen, nee, Nordheim. Jetzt sind wir wieder in Einbeck. Das meinen die wahrscheinlich mit Grenze. So, da unten müssen wir Richtung Einbeck wieder. 9 Kilometer. Ja, da ist auch mein Schild wieder. Avendshausen. 2,3 Kilometer, Einbeck 9,8. Ja, das wird ja hinkommen, wenn man 28 oder so die Runde wären. 28 war kaputt. Sehr gut. Wir kullern. Tja, alles, was wir hochgetredelt haben, hier hochgetrampelt sind, kullern wir jetzt wieder schön nach unten. Bin jetzt hier schon bestimmt 2 Kilometer am Berg runterfahren. Avendshausen. Stadt Einbeck, Landkreis Nordheim, Soheim, so rum war es. Moin! Ja, jetzt zischen wir hier durch den Ort. Boah, ich muss das. Und jetzt geht es noch wieder zum Glück ein bisschen berg hoch, damit man wieder trädeln darf. So. Alter, bin ich im Eimer, ey. Und ich habe erst die erste Hälfte. Knapp. Oh, jetzt muss man aufpassen. Wo geht's jetzt lang? Da geradeaus. Das habe ich mir nicht fast gedacht. Okay, ich mache euch aus. Oh, jetzt sind wir aus Avendshausen raus. Jetzt haben wir hier mal wieder ein bisschen Schotter. Mit dem Treckensatz wäre das ganz gar nicht so schlimm, aber mit dem Liegerad mit 3 Rädern. Irgendwo glitscht es immer, entweder vorne oder hinten. Keep you warm.
da hätte man sich mal einen schönen Kaffee kochen können. Ja, leider kann ich euch noch nicht genau sagen, wo wir hier gleich sind. Aber da unten kommt ein Schild. Aber wir sind noch richtig. Wir müssen dann nur aufpassen, dass ich nicht wieder zum Parkplatz zurückfahre. Bremse. Genau, das haben wir gerade gesehen. Da hinten kommt ein Schild. Dass ich dann den Absprung zur nächsten Tour nicht schaffe. Ich verpratze. Weil ich habe die ja beide aneinander gestöpselt. So. Ja, gut, ist alles gut. Ist alles gut, ist alles gut. Ist alles gut, ich tue euch nichts, ist alles gut. Hallo, ist alles gut. Ja, ich bin doch nur ein Fahrrad. Fein. Knappe Kiste. Einfach. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen. Tun wir doch. Stadt Oldendorf. Und nö. Ah. Fahrdeisen oder so. Das war das, wo wir gerade eben die Pferde erschreckt haben mit unserem klappernden Liegerad und der Flagge da oben dran. So, jetzt haben wir 24 Kilometer. Jetzt kann es nicht mehr weit sein bis zu dem Schnittpunkt. Und irgendwie müssen wir jetzt wieder Richtung Einbeck zurück. Und kurz vor Einbeck. Nein, ich habe kein Abzweigen verpasst. Nein. Du bist etwas verwirrt, Hase. Anwendungsfehler. Da hinten müssen wir wieder hin. Irgendwo. Und so auf halber Strecke. Wir sind jetzt hier. Wir müssen jetzt noch bis hier rum. Und dann, ich weiß nicht, hier irgendwo. Hier war irgendwie der Schnittpunkt. Also ich glaube, diese Straße hier vorne, das war der Schnittpunkt, dass diese untere Tour fertig ist. Und dann fahren wir schon auf den zweiten Teil der Tour. So ähnlich irgendwie war das. Wir werden es ja gleich sehen. Ich muss euch jetzt erstmal hier wieder reinfummeln. Einbeck über K511, 3,6 Kilometer. Genau, da ist die Route. Genau. Und wir sind noch... Oh, oh, das ist aber gar nicht witzig. Okay, we have a problem. Da vorne ist die Kette runter. Und die ist so ballerfest. Da muss ich jetzt mal gucken, was da los ist. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Da seht ihr das? Die Kette ist da gerade runtergesprungen. Und ich weiß nicht warum. Jetzt ist sie wieder drauf. Scheint auch wieder zu gehen.
muss jetzt die anderen Handschuhe nehmen, weil die ich eben anhatte, da habe ich natürlich die Kette mit angepackt, alles schön saftig jetzt. 1A. Ja, na gut. Ich hätte noch 30 Kilometer Route. Mal gucken, ob das funktioniert oder ob die Kette jetzt permanent abfliegt. Eigentlich ist das Fahrzeug komplett gewartet. Und das sollte alles funktionieren. Die Kette ist auch noch nicht alt. Die ist keine 1000 Kilometer drauf. Ich bin nur ein Jahr nicht gefahren mit dem Ding. Ne? Ja gut, ich fahre mal weiter. Mal gucken, wie und ob das weitergeht. Wir sind jetzt wieder in Einbeck. 30 Kilometer gemacht. Also wir sind schon auf dem Verbindungsstück, was ich da eingefügt habe, von der einen Route zur nächsten. Also ich denke mal, wir werden so eine Richtung, ein Stückchen in Richtung Salz der Helden fahren und dann oben so durch die Berge tingeln. Wir haben ein paar schöne Höhenmeter zu machen. Oh, hier müssen wir rein. Ja, Verbindungsetappe ist halt so. Tour Nummer 2, Salz und Burgen. Tja, da sind wir auf dem zweiten Teil der Fahrradtour. Hier beginnt der nächste Rundweg Salz und Burgen. Den werden wir jetzt auch mal fahren. Das müssten gute 30 Kilometer nochmal sein. Die ziehen wir jetzt hinterher. Das Wetter sollte sich heute halten, sollte trocken bleiben. Und mal gucken, was davon wird. Gut, wir fahren erstmal Richtung Dassensen. Da hinten steht das 5 Kilometer. Und da sehen wir, wie es weitergeht. Tja, da bin ich gefahren mittlerweile seit dem neuen Startpunkt 6 Kilometer. Geht jetzt hier so schön durch die Felder abseits der Straße. Da vorne hatten wir 2 Kilometer, wo wir an der Straße gefahren sind, aber mit dem Radweg dran. Ja, und jetzt fahren wir schon eine Weile hier so durch die Landschaft. Mehr oder weniger flaches Land. Nur die Berge, die Hügel da vorne, die kommen immer dichter. Und ich denke mal, da werden wir den einen oder anderen von fahren. Na gut, wir sehen uns gleich. Da hinten roten Kirchen. Und das hier finde ich ziemlich cool. Ich kann euch leider doch, ich kann es vielleicht doch sagen, komme ich da irgendwie hin. Und einfach so rüberbrettern. Ich versuche es. Okay, das war vielleicht nicht so klug. Domäne Rotenkirchen. Okay. Das ist ein Riesending scheinbar. Und ich versuche mal hier von diesem Gras wieder runterzukommen. Cool. Finde ich ein bisschen komisch, dass da ein Schild ist. Und du hast nicht mal einen Weg dahin. Hätte ich mir gewünscht. Alter. Da jetzt einfach mal reinfahren darf. Alter, wie cool ist das denn? Bestimmt irgendwas von Privatbesitz. Boah, ich liebe sowas. Und da müssen wir mal gucken, ob man da... Boah, krass. Also ich finde sowas richtig geil. Ich finde sowas richtig geil. Ich bin da auch immer so ein bisschen unverschämt, was das angeht. Ich will sowas angucken. Ich will sowas sehen. Ich weiß, die Besitzer, die möchten das wahrscheinlich nicht, dass ich da mit meinem Fahrrad dann rumfahre. Aber so einen ganz kleinen Blick kann ich mir nicht verkneifen. Rotenkirchen sind wir hier auf jeden Fall. Hatte ich ja schon gesagt. Ne? Überall so schöne Fachwerkhäuser. 1932. Meins ist von 1848. Ja, meins sieht aber auch schreddigeriger aus. 300 Quadratmeter Wohnfläche.
ist das jetzt hier ein Radweg. Dann nehmen wir den mal. Oh. Alter, ist das schön hier alles. Cool. Mein nächster Möglichkeit rechts. Alter, das kann ich ja feiern, sowas. Oh, das, wenn das so schön auf Vordermann gehalten wird. Ne? Das finde ich geil. Das finde ich richtig schön. Aber wir müssen leider hier rechts weg. Dorfgemeinschaftshaus. Und eine Sackgasse, was das auch immer zu bedeuten hat. Also ich habe einen kleinen Gang dran. Machen wir das mal. Okay, da seht ihr, da ist irgendwas Komisches. Ich bin jetzt hier unten an dem roten Punkt. Soll jetzt hier den ganzen Berg hochackern für irgendwas Komisches? Fahr das dann alles wieder zurück? Haben wir da Bock drauf? Könnte eine Burg sein, ne? Oder ein Turm oder irgendwas Komisches. Wenn ich jetzt nicht hochfahre, könnte ich mir oder beiß ich mir einen Arsch. Das weiß ich jetzt schon. Fahre ich hoch, bin ich enttäuscht. Also egal, wie ich es mache, es wird scheiße. Und es ist... Alter, das ist auch mal ein Höhenprofil. Das will ich mal hochfahren. Das tue ich. Ich fahre da hoch. Sehr cool. Angeblich soll es geradeaus weitergehen. Okay, Waldweg. Alter. Die Tour liegt da oben. Da ist ein Weg. Und die Einfahrt von dem Weg war so zermatscht, dass ich mit dem Liegerad da nie durchgekommen wäre. Jetzt fahre ich ein bisschen links davon und hoffe, dass ich jetzt hier rechts wieder auf den Weg komme, der jetzt rechts von mir liegen müsste. Nur mal so zur ganz groben Einschätzung. 7% Steigung und Röllerig. Geil. Kleinsten Gang. Aber ich habe noch ein paar Unterstützungsstufen. Also lasse ich mir mal helfen. Gut. Da oben sollte übrigens eine Burg sein. Ich habe den Namen doch schon wieder vergessen. Aber sage ich euch, falls wir sie zu sehen kriegen. Okay. Bis gleich. Da oben steht es dran, Burg Gruppenhagen. Und das hier wäre der Weg dazu. Ich glaube nicht, dass ich da einen Start machen kann, dass ich da irgendwie hinkomme. Alter, das ist eine krasse Nummer. Ich wüsste nicht, wie das hier funktionieren soll. Alter. Ja, das ist schön, dass die Tour rechts von mir liegt. Halt doch mal die Fresse. Siehst du hier irgendwo einen Weg, du dumme Pute? Jetzt nerv mich nicht, ehrlich. Yeah.
Ja. Und da steht er. Aber wo geht hier der Weg weiter? Selbst wenn ich hier rauskomme, wo ist der Weg? Okay. Hier haben schon Autos umgedreht. Und da steht mein Bike. Wenn man hier fahren könnte, ist spätestens hier wieder Feierabend. Oder? Gäbe es hier einen Weg? Ich glaube nicht, dass sich das in irgendeiner Art und Weise fahren lässt. Da oben scheint irgendwas zu sein, aber ich weiß nicht was. Auch auf die Möglichkeit hin, dass ich mich hinterher richtig ärgere. Ich werde da nicht weiter hochfahren. Und ich werde da auch nicht zu Fuß hochgehen und mein Fahrrad hier stehen lassen. Ich werde den Trümmerhaufen da hinten rausholen. Aus der Pampe. Und dann werde ich zu Hause googeln, ob es sich gelohnt hätte und man sich ärgern muss. Oder ob das nur so ein verranztes, altes Ding ist, wo eh nichts mehr von da ist. So machen wir das. Weiterfahrt abgelehnt. Motor anmachen, bitte. Ah, ich habe das Fahrrad hier jetzt rausgezergelt. Ihr seht die Pampe da vor mir. Eventuell. Die werden mich hier mit voller Unterstützung im kleinsten Gang langsam durchschäsen. Soweit sich das Fahrrad hier auf jeden Fall bewegt. Also viel schön ist das wenig. Boah. Hilfe. Okay. Genau das, was ich mir gedacht habe. Fährst du hier hoch, hast du Scheiße an der Backe. Okay. So. Jetzt müssen wir zusehen, dass wir da wieder runterkommen. Ich glaube, wir sind von da gekommen. Ich weiß es echt nicht. Ja, so, wir sind wieder auf dem Rückweg. Wir sparen uns die Burg. Wir gucken uns das zu Hause an, wie das Ding heißt, was das ist. Und ob man da hätte hinfahren müssen. Boah, ging ja eigentlich nicht. Also von daher bin ich mal raus und wir sehen uns gleich wieder, wenn ich wieder auf dem Rest der Strecke bin. Bis dann. Tja, wir sind wieder auf befestigtem Grund.
Schön ist das hier schon, ne? Schade, dass wir jetzt die Burg nicht sehen konnten. Aber wir haben ja noch 16 Kilometer von der Tour. Und ich, Burgruine Grubenhagen. Burgruine, okay. Also wieder so ein zerschreddertes Ding. Okay, dann hat das sich wahrscheinlich nicht gelohnt, dahin zu fahren. So. Muss ich jetzt hier wieder rechts? Hier ist ein Fahrradweg, schön, ja. Okay, dann fahren wir mal hier lang. Mal gucken, wo uns Salz und Burgen noch hinbringt. Ich habe weder was von Salz gesehen. Okay, die Burg, die konnte man jetzt nicht sehen, das war meine Schuld. Ich hätte ja da zu Fuß hochtrampeln können, da diesen Kilometer noch. Mein Fahrrad da irgendwo stehen lassen, aber ihr kennt mich. Mein Bock, der bleibt nirgendwo stehen. Wenn ich dann nicht mit dem Ding hier hochfahren kann, dann fahre ich da nicht hoch. Ist dann halt so. Dann beim nächsten Mal mit dem anderen Fahrrad. Oder wenn es trockener ist, eins von beiden. Nun gut, wie gesagt, 16,8 Kilometer haben wir noch. Der Weg geht hier geradeaus. Wir werden das mal so machen. Wenn es was zu sehen gibt, dann zeige ich es euch. Dörixen, Stadt Einbeck. Und hier geht's links weg. So ein ganz kleiner Huscher am Ort dran lang. Und dann biegen wir gleich wieder links ab. Für den Samstag ist das echt ruhig hier. Sehr cool. So, jetzt haben wir es da vorne gleich wieder links runter. Ich habe ein wenig Appetit. Ich könnte mir echt langsam was zu essen machen. Gucken, ob wir irgendwie eine Schutzhütte finden oder sowas. Aber ich glaube, das wird wohl nichts. So, Radweg aufgeschildert hier lang. Oh, mein Schutzblech, das nervt mich auch hier. Aber gut, wir sind wieder auf Tour. Da vorne geht es dann halb rechts weg. Und dann kullern wir mal weiter. Alter, das zieht sich ganz schön zu. Ich hoffe nicht, dass ich noch einen nassen Hintern kriege. Was steht denn da dran? Strothagen. 2 Kilometer. Okay. Schon mal vielleicht sehen wir schon gleich. Strommasten gesehen? Keine Ahnung, was das sein soll. 1, 2, 3, 4 Stück. 4 so komische Dinger. Immer noch auf dem Weg Richtung Strothagen. Noch einen guten Kilometer. Immer noch an der Straße lang. Aber die hier, da kann ich jetzt echt nichts mit anfangen. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Oben mit dem Y da drauf. Komisch, komisch. Moin! Krass. Noch nicht gesehen, solche Teile. Nun gut. Die Richtung ist unsere Richtung. Weiter geht's. Ja, schöne gerade Strecke, leichtes Gefälle drauf. Geht zwar eben teilweise mit 39, 40 km/h runter. Das Einzige, was mich bei der Salz- und Burgentour stört, dass ich noch nichts von wegen Salzabbau gesehen habe. Die eine Burg, da habe ich nur ein Schild von gesehen, haben wir ja gerade gesehen, weil ich im Schlamm gesteckt habe. Das ist im Moment ein bisschen mau hier. Und ich habe noch 12 Kilometer Rest. Gefahren sind wir jetzt knapp 50, aufgerundet.
Tja, da bin ich ja mal gespannt, ob da noch irgendwas kommt. Sübeck. Ich hatte gedacht, hier ist noch irgendwas Tolles anzugucken oder so. Ich meine, die Gegend ist schön, das macht Spaß, hier lang zu fahren. Schöne kleine Straßen. Hier bist du mit deinem Liegerad, bist du hier noch ein richtiges Kuriosum. Die glotzen nicht alle an, als wenn sie noch nie, die haben sowas wahrscheinlich noch nie gesehen. Ist schon ganz witzig. Jetzt geht es wieder ein bisschen durch den Ort. So, oder am Rand vom Ort lang. Da müssen wir wieder ein bisschen gucken. Da vorne abkriegen der Vorfahrt und dann so ein bisschen durch den Ort durch. Und dann biegen wir dann gleich irgendwo links ab und dann geht es wieder ein bisschen Höhenmeter. Nun gut. Bis gleich. Sowas müsste man sich angucken können hier irgendwo. Das wäre cool. Oder ist das... Ach, das sehe ich da vorne. Da vorne. Da vorne ist die Mühle. Cool. Da fahren wir mal hin. Und Gang. Oberer Bordturm. Scharf rechts, danach Umkehr. Jetzt geradeaus, danach links abbiegen. Das ist mal cool. Hast du die Abzweigung verpasst. Ich weiß nicht, ob ich Abzweigung. Ich bin auf dem Rundweg. Hör auf zu meckern. Alter, wie cool ist das denn, bitte schön? Einfach mal so lang fahren. Schon viele Sachen neu gemacht. Cool. Mahlzeit. Jetzt umkehren, danach geradeaus. Jetzt geradeaus, danach links abbiegen. Na was denn nun? Jetzt umkehren, danach geradeaus. Jetzt geradeaus, danach links abbiegen. Okay. Jetzt umkehren, danach geradeaus. Irgendwie ist die ganz schön verwirrt gerade. Scharf rechts, danach umkehren. Ah, hier, jetzt guck mal, da ist es doch. Da oben steht es doch. Hier gibt es mehr. Leine Heidradweg habe ich auch noch am Schirm. Schau auf die Karte. Fachwerk. Jetzt abbiegen, danach geradeaus. Fachwerkradweg, Rundweg, Salz und Burgen. Da bin ich ja drauf. Einbeck 7,5. Ja, den nehmen wir. Alter. Sehr schön. Geradeaus auf Deichstraße, K505. Sehr, sehr cool. Und jetzt überlegt euch mal, ihr habt ein schönes Wetter. Die Sonne würde ein bisschen scheinen. Alles wäre viel freundlicher und diese schönen Fachwerkhäuser würden alle im Sonnenlicht erstrahlen. Das hätte schon Art, ne? Moin! Au, oh, festgefahren. Ah, schade. Immensen, da geht's auf den Ring. Lübeck raus nach Immensen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Tja, das, was ihr da gerade seht, ist der Leinepolder. Also da ist die Leine da unten, da wo das Wasser ist. Und das hier oben ist ein Deich, weil die Leine regelmäßig rüberkommt. Das ist ja auch in Hannover so oder bei Hannover so. Habe ich euch, glaube ich, auch schon mal gezeigt. Da ist dann Land unter. Und damit das hier nicht auf die Straße läuft oder in die umliegenden Gemeinden, gibt es hier einen Polder bzw. einen Deich für die Leine.
So, wir müssen jetzt hier drüben rüber. Da kommt jetzt doch noch eine Burg oder ein Rest davon. Salz der Helden. In 2 Kilometern. Das hatte ich ja schon vorausprophezeit, dass wir da lang müssen. Ich habe noch gerade ein klitzekleines Problem. Mein Navi ist komplett fratzig. Ich muss da jetzt erstmal eine kleine Pause machen. Ich würde auch gerne was essen. Aber da hier keine Bank oder irgendwas ist, werden wir jetzt einfach nur hier kurz stehen bleiben, einen Schluck trinken und dann nehmen wir den Weg da zur Burg und gucken mal, was da so los ist. Land unter im Leinepolder. Das mache ich mal mit der anderen Kamera. Land unter im Leinepolder. Das war das, was ich gerade erzählt habe. Ist auch ein bisschen Wasser. Und hier gibt es einiges. Kiebitz. Hochwasserrückhaltebecken Salz der Helden. 1065 Hektar und 2200 Kilometer, Quadratkilometer. Wasserrückhalteraum 37 Millionen Kubikmeter. Das ist schon ordentlich. Ich glaube, wir fahren da oben hin. Ich glaube, das ist eine Burg, eine alte. Salz der Helden. Dann hier auf dem Damm lang. Wir haben noch 9 Kilometer, müssen wir wieder da sein. Also kann es ja nicht mehr ganz so viel geben. Haben wir die Runde noch. Und dann müssen wir, glaube ich, da hinten irgendwo wieder hin. Ja, so ist das. Ich werde das noch trinken, dann fahre ich weiter. Ah, da ist ein Schloss. Oder eine Ruine zumindest, eine Burgruine. Mal gucken, ob wir da hinfahren. Sollen wir links halten? Na gut. Muss ich hier mal wieder zusehen, dass ich euch wieder. Was ist jetzt hier los? Hier soll ich runter, siehst du? Das muss man aber auch erstmal sehen. So, 150 Meter. Nicht da oben drauf lang, sondern hier lang. Denke mal, wir sollen da oben hoch. Rest 7,84 Kilometer. Plus die Kleinigkeit zu unserem Auto zurück. Weil der Startpunkt ja nicht übereinstimmt mit dem, wo das Auto steht. Aber naja. So, jetzt schauen wir hier lang. Irgendwer Quark ist hier, Vanessa. Eieiei. Moin! Machen wir! Ich weiß nicht, wie das Nest hier heißt. Das ist aber nicht das Nest. Knickstraße? Sackgasse?
Kirche. Sehr schön. Jetzt fängt es halt an zu regnen, wa? Schon noch gar keinen Bock drauf. Also ich mache euch mal aus. Ich glaube, wir müssen jetzt gleich einen Berg hochfahren. Und das hier durch den Ort mit einer Hand ist scheiße. Bis gleich. Da oben ist ein Storch. Der ist sogar besetzt. Der wohnt wer. Ja, da guckt da. Tja, wie kommt man da hoch? Kommt man da überhaupt hoch? Also, ich fahre jetzt schon wieder von irgendwas vom Umkehren. Da also oben mit Bauarbeiten. Wolltest du doch jetzt nicht hier das hier zeigen und dann gucken wir uns das nicht weiter an oder was? Was ist mit dir nicht richtig, Schätzelein? Ja, ich habe die Tour verlassen. Du hast hier irgendwas von Salz und Burgen erzählt. Und jetzt ist hier eine Burg und jetzt soll ich umdrehen? Kommst du klar? Hast du nicht genug Saft auf dem Akku, wa? Schätzelein. Einfahrt verboten. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen traurig. Okay. Dann drehen wir doch um. Nehmen alles zurück. Ich meine, wenn das jetzt eine Tour wäre, die ich mir aus oder die ich zusammengestellt hätte. Könnte ich das schon mal verstehen, dass ich den Weg zur Burg nicht mit eingezeichnet habe und mir den selber suchen muss. Aber bei einer fertig runtergeladenen Tour und GPS-Files übernommen und dann heißt das Ding noch Salz und Burgen oder Salz und Schlösser oder Salz und Burgen, ne? So. Und da kommt man da nicht hoch. Grenzwertig. Soll da irgendwie abbauen? Wenn es da keinen Weg hoch gibt, dann lassen wir es. Okay. Tja, jetzt war gerade Thermik hier. Ist mein Garmin der Meinung gewesen, ich hätte einen Unfall gebaut, nur weil ich da den Hügel hochgefahren bin. Und mit den Handschuhen kommst du natürlich nicht dazu, hier irgendwas auszumachen. Moin! La da 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 da. Also heute läuft's nicht, ey. Heldenburg heißt das Ding übrigens. Hier ist schon wieder irgendwas rot. Ich mach euch aus. Ja, wir sind jetzt. Nur hier. Ach nee, das ist ein Parkplatz. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Saline. Seid der Helden. Was soll das hier sein?
Jetzt geradeaus auf Saline. Jetzt umkehren. Danach gerade. Jetzt geradeaus auf Saline. Industriedenkmal. Saline. Salz der Helden. Mal gucken, ob wir hier ein bisschen gucken können. Wahrscheinlich nicht so richtig mit dem Fahrrad auf jeden Fall. Ach, da hat irgendeiner angesteckt, ey. Gibt doch ein paar Drecksäcke, die. Schade, schade. Ja, können wir umdrehen, wa? Über 150 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei waren in der Nacht zu Samstag in Salzdahelden im Einsatz. Dort meldeten gegen 23.39 Uhr gleich mehrere Anrufe über Notruf, ein Feuer in der historischen Saline. Diese Meldung bestätigte sich bereits auf Anfahrt der ersten Einsatzkräfte. Das Gebäude mit seinem markanten Bohrturm stand im Vollbrand. Kilometerweit waren Feuerschein und Rauchsäule zu sehen. Aufgrund der massiven Hitzeentwicklung und des starken Funkenflugs mussten die benachbarten Gebäude vor den Flammen geschützt werden. Dies gelang durch das schnelle und umsichtige Handeln der Einsatzkräfte. Die Anwohner der Nachbarhäuser wurden evakuiert und vorübergehend im Sportheim untergebracht. Die Saline selbst wurde Opfer der Flammen. Sie brannte vollständig nieder. Aufgrund der schwierigen Wasserversorgung vor Ort wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen sowie eine Wasserförderung über lange Wegstrecke eingerichtet. Eine anfänglich vermutete Belastung des Salinengebäudes mit Asbest bestätigte sich nicht. Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Salzdahelden, Einbeck, Immensen, Sülbeck, Vogelbeck, Negenborn, Nahensen, Kreinsen, Grene und Volksen sowie die Feuerwehrtechnische Zentrale aus Northeim, das THW, das Deutsche Rote Kreuz und die Johanniter-Unfallhilfe aus Einbeck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Tja, hat sich ja richtig gelohnt, hier mal zu gucken. Tja, da kann nun keiner was zu, ich weiß. Aber es ist echt schade, dass man hier nichts mehr sehen kann. Und das, was man noch hätte sehen können, ist abgebrannt. Okay. Dann werden wir jetzt die letzten 6 Kilometer machen und zurück nach Einbeck fahren und dann die Tour hier beenden. Schade. Der erste Teil der Tour war sehr schön. Der zweite Teil ein bisschen langweilig. Okay, es liegt jetzt auch am Wetter, dass wir dann nicht zur Burg hoch konnten, zu den beiden. Ich denke mal, wenn man das im Sommer fährt und vielleicht nicht mit dem Liegerad, könnte das eine richtig coole Sache sein. Also von der Umgebung hier ist das hier richtig schön. Lässt sich gut fahren. Los zu den Burgen da hoch. Mit dem Liegerad. Durch die Pampe. Vielleicht probiere ich das nochmal mit einem anderen Fahrrad. Und mache die gleiche Rutsche. Noch ein zweites Mal. Genau. Wir fahren jetzt weiter auf K500. 20 oder was er da gerade gesagt hat. Also wir fahren da links runter und suchen uns dann unser Auto wieder und dann nach Hause. Irgendwas frühstücken. Ich habe nämlich Cola. Jetzt links auf K524. Gut, gut. Dann bis gleich. Thank you.
Mahlzeit. Mal gucken, mit dem Ding da durchkommen. Ne? Oh, passt. Perfekt. Ja, ich bin etwas dicker. Schöne Ostern. Ja, wir sind wieder in Einbeck. Wir haben jetzt noch 1 Kilometer bis zum Auto oder 1,3. Wir fahren jetzt quasi wieder in die City und holen unser Auto. Und dann sind wir durch. Jetzt links auf Mainzer Turmweg. Ja, und hier möchte ich jetzt auch wieder meine Hände ans Fahrrad nehmen. Ich glaube, ich kann da drüben fahren, wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Ja. Ich glaube, man kann hier drauf fahren. Ein Turmweg. Hotelroute. Ich glaube, das ist was anderes. Das ist ein bisschen Fahrt. Ja, wie gesagt, das war's. Da ist noch ein Turm. Guck mal. Da ist noch ein alter Turm. Da ist auch noch was. Aber das historische Ding habe ich gemeint. Das Haus. Parkanlage. Ein Weg für dich. Sehr gut. Ach, jetzt fahren wir noch mitten durch die City hier. Jetzt wird es ganz bunt. Jetzt wird es ganz bunt. Jetzt fahren wir echt noch in Einbeck durch die City. Meine Einbeck ist wunderschön. Schöne Altstadt. Richtig cool. Hier war ich schon Eis essen und Bier trinken. Da habe ich noch Bier getrunken. Ja, jetzt geht es nur darum, wen kann man hier filmen, was ich filmen bei dir nicht. In 110 Metern links auf Münasser Straße. Hallo. Okay, da fahren wir dann doch nicht rein. Gut, ich lege euch jetzt doch weg, das ist mir jetzt zu bunt. Hier sind wir. Ja, ist der PS-Speicher. Sehr cool. Also das hier ist auf jeden Fall auch so ein Ding. Der PS-Speicher. Der ist als nächstes dran. Tja, ich würde sagen, wir sind am Auto. Ich werde jetzt alles verladen. Gemacht haben wir genau 60 Kilometer. Das war's. Ich würde sagen, ich wünsche euch das Allerbeste. Wir sehen uns in irgendeinem meiner anderen Videos. Bis dahin, ciao, ciao, bye, bye und see you soon. Daumen hoch und ein Abo, würde ich mich drüber freuen. Bis denn dann.